So, wir haben ein paar kleine Boxen zu öffnen. Geld haben wir noch genug dabei. Ach, nicht genug Geld. Ja gut, dann lassen wir den Belebersamen weg. Ich glaube, ich muss gleich noch ein bisschen Geld mitnehmen. Ui, da haben wir ja noch ein bisschen mehr. Ui, da haben wir ja noch ein bisschen was. Nehmen jetzt einmal mal 10.000 mit. Sollte dann wieder eine Zeit lang reichen. So, das könnte jetzt ein kleines bisschen dauern. Ein Lärmband. Ein paar Gummis wären nett. Ein lila Gumminett. Hitzekoller TM, okay. Hitzekoller ist jetzt eine Attacke, die in Mystery Dungeon weniger gut ist, weil du den gedroppten Spezialangriff eine Zeit lang behältst. Bis du nämlich zur nächsten Ebene kommst. Es sei denn, du hast Wunderfelder, die du nutzen kannst. Dann ist das wieder richtig gut. Ein Schadsamen. Ein Orangegummi, das ist sogar was für Fliegi, weil der ist ja ein Kampf-Pokémon. Ich glaube, wir haben langsam auf eine Seite runter. Noch ein Orangegummi. Noch ein Lärmband. Schon wieder ein Lärmband. Ja, das waren jetzt 2500 und ich habe wieder vergessen, Skype auf lautlos zu stellen. Einen Moment. So. Jetzt gibt es keine Ruhestörungen mehr.
Eigentlich reichen ja zwei Sindelbeeren, ne? Kann es sein, dass ich irgendwo mein Spezialband verloren habe? Habe ich da überhaupt noch eins? Sieht nicht so aus. Moment mal, wir können ja eigentlich... Wo war hier nochmal der Sortierknopf? Hier war er, okay. Ich habe doch noch eins. Ich wollte ja noch was mitnehmen. Ich habe da vorhin noch ein paar Gummis irgendwo gesehen. Oha. Das wird ein längerer Besuch bei Pandya. Bis auf die Orangegummis mache ich mal alles für mich. Ui. Der Verhängnisturm. Ernsthaft? Nein, da will ich nicht rein. Gib dir mir den Verhängnisturm hier einfach. Das ist der schwerste Dungeon im Spiel. Wundertrink! Vier Spezialangriff. Oha. Ja, es war schon zeitlang her, dass wir das letzte Mal einen Wundertrink hatten. So viele Gummis. Wenn da nicht noch eine neue IQ-Fähigkeit drin ist, dann weiß ich auch nicht. Ui, extra IQ, sehr schön. Okay, die Orangegummis sind jetzt für Fliegi, damit der auch ein bisschen was hat. Ui, das ist doch ganz nett, wenn er das jetzt endlich mal hat. Oh, ein Gelbgummi. Der ist jetzt auf jeden Fall für mich. Ui, und auch noch extra IQ dafür. Kontertreffer. Das ist sogar mal was relativ Brauchbares. Und nochmal extra IQ.
Und nochmal extra IQ. Wow, heute läuft's aber. Haben wir noch mehr? Ein Schwarzgummi haben wir auch noch. Und jetzt haben wir noch einen Braungummi. Braun ist zwar eine ziemlich hässliche Farbe, aber gut. Und was wir jetzt noch machen, den hier nehmen wir auch, gönnen wir uns auch noch. Lichtschild, nee, danke. Jetzt bin ich zwar Fliegi ein Level voraus, aber jetzt sind es wenigstens nicht immer zwei Level-Ups auf einmal. Also gut, dann suchen wir uns jetzt mal einen Job. Was haben wir denn? Nein, ich will nicht auf die Nullinsel. Wir hätten hier was im Verwirrwald. Das ist eine Erkundungsmission mit Rift Zeppeli bis E12. Das wird lustig, schreibt er. Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Ich hätte drei Missionen hier im Apfelwald. Ist ja eigentlich vollkommen egal, was wir hier machen. Ein bösartiges Safcon. Okay. Wir nehmen einfach mal die ganzen Missionen im Apfelwald. Das ist zwar auch wieder eine Erkundungsmission, aber der Apfelwald ist so, für den bin ich so weit überlevelt, dass das überhaupt kein Problem sein sollte. Die machen wir mal weg. So. Nicht löschen. Ausüben, 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 ausüben. Also gut, bis E7 müssen wir jemanden eskortieren. Auf E8 müssen wir ihn retten, auf E9 müssen wir ihn retten, auf Ebene 10 einen Ganoven verhauen. Oh, jetzt wollte ich gerade noch schauen, was hat, ob Glibunkel was für uns hat wieder. Nope, der hat mal wieder nichts für mich. Habe ich überhaupt irgendwelche speziellen Items für mich oder Fliegi gerade dabei? Habe ich da überhaupt gerade welche? Jetzt muss ich da direkt mal nachschauen. Ich meine nämlich, dass ich irgendwann mal welche gehabt hätte. Wir nehmen mal 2000 mit, den Rest lagern wir. Schauen wir doch mal. Ja, da habe ich was für mich, weil Raichu und Pikachu gehen ja zusammen. Aber sonst nichts, ne?
Erhöht die Verteidigung ein wenig. So, einen Slot im Team müssen wir eh freilassen, weil wir jemanden eskortieren müssen. Immerhin gibt es auch hier Boxen. Ja, warum nicht? Was ist denn hier wieder alles? Ein Schlafsamen. Vergleichsweise zu den Dungeons, die wir so aktuell machen, gibt es ja einfach mal gar keine EP. Und ich one-hitted Pokémon hier auch mit nicht effektiven Attacken. Das ohne Step. Das reicht sogar ein normaler Angriff. Okay. Gelbgummi. Sehr schön. Das sind meine Lieblingsgummis. Moment mal, wir müssen hier noch was machen, ne? Irgendwie müssen wir hier finden. Magen knurrt. Ja, Magen leert sich hier noch wesentlich langsamer als in den in Super Mystery Dungeon.
Den haben wir noch. Ich habe gar keine normalen Äpfel dabei. Ja gut, dann nehmen wir halt einfach einen großen. Das war irgendwie einfach. Immerhin ein Goldband. Ich frage mich zwar, wie ein Safcon ein gesuchter Ganove sein kann, weil das Ding kann nix, aber gut.